Willkommen zu einem neuen Pokémon-Part. Erstmal Entschuldigung dafür, dass vielleicht in den letzten Part, seitdem wir das nachgespielt haben, oben rechts nicht mehr das Logo stand und die drei Starter. Ja, da war ein Fehler mir unterlaufen, dass ich das nicht mehr mit drin hatte. Jetzt sind die drei aber wieder am Start. Sah vielleicht auch ein bisschen komisch aus, aber ja, ist mir erst vorhin aufgefallen. Wir haben im letzten Part die nächste Route angefangen und auch die Wasserarena fertig gemacht. Die letzte Arena und hier ist nochmal ein legendäres Pokémon. Und das wollen wir doch gleich mal bekämpfen. Ich war aufs Screen im Pokémon Center, hab nochmal die kompletten Pokémon geheilt. Und jo, wir greifen gleich mit Luke an, um es zu paralysieren. Und das ist dann unser drittes legendäres Pokémon. Das Pokémon, das jetzt vor dir steht und diese unglaubliche Aura ausstrahlt, heißt Terrakium. Rettet. Bekomas. Lange nicht mehr gesehen. Terrakium ist eines von drei Pokémon, die Pokémon vor den zerstörerischen Flammen der Menschheit bewahrt haben. Es hat wohl die Gefahr, die vom Team Plasma ausgeht, gewittert und sucht jetzt starke Trainer, um ihnen Paroli bieten zu können. Es ist überaus bemerkenswert, dass er vor dir erschienen ist. Doch gestatte mir erstmal die Frage, ob du gedenkst, gegen Team Plasma zu kämpfen. Natürlich, verstehe. Wenn dem so ist, musst du stark genug sein, deine Pokémon zu beschützen. Ein Trainer darf sich nicht bloß auf seine Pokémon verlassen. Erst wenn ein Trainer stark ist und sich gut um seine Pokémon kümmert, können sie ihr Potenzial entfalten. Hier, das will ich dir geben. Was ist das? Komat, okay. Was macht das? Das ist ein Prototyp eines Apparats zur Stimulisierung der Pokémon. Auf kämpfenden Pokémon kannst du ihn zwar nicht anwenden, aber sicher wird er dir schon irgendwie nutzen. Na dann, ich hoffe nur das Beste für dich und dein Pokémon-Team. Der Typ ist mir ein bisschen suspekt. Ach ja, übrigens, der Standort auf Route 21 habe ich was gesehen, das mich an Route 4 erinnert hat. Okay. Dann gehen wir auch nochmal zu Route 21, aber vorher will ich gegen dieses wahrscheinlich erstmal letzte legendäre Pokémon kämpfen. Weil wir haben ja schon zwei und die sehen alle ähnlich aus. Das ist wohl das dritte jetzt. Dann let's go. Ich hoffe, wir können es relativ gut fangen mit einem Hyperball oder so. Wir haben ja auch hoffenweise Hyperbälle. Derweil rufe ich schon mal Pokewiki aus, weil ich habe, ich habe gar keine Ahnung, welcher Typ der hat. Terrakium. Da. Ist vom Typ Gesteinkampf. Okay, okay. Gut zu wissen. Donnerwelle. Dank der Klinge, das wird ordentlich schon mal Schaden machen. Aber Luke überlebt das ein Glück. So, Gestahlkampf, das ist schon mal gut zu wissen. Ja, ich werde das jetzt erstmal angreifen, aber so viel Schaden wird es natürlich nicht machen. Vielleicht, dass wir schon mal ihn ein bisschen schwächen. Okay, okay, er ist paralysiert. Vielleicht können wir ihn schon auf den roten Bereich bringen. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Natürlich habe ich jetzt keinen Flottball geworfen. Mein Fehler. Passiert. So, Hyperball. Wir haben natürlich noch den Meisterball. Obwohl wir den eigentlich schon verwendet haben, aber dann irgendwie doch nicht. Ah, nur einmal gewackelt. Wäre zu schön gewesen, wenn es beim ersten Mal klappt. Ja, Luke ist erstmal weg. Da er auch vom Typ Kampf ist, könnte ich ja theoretisch mal zu Finn wechseln. Weil Finn ist irgendwie bei den legendären Pokémon bisher immer Wahl Nummer 1 gewesen, um da möglichst viel Stand zu halten. Hyperball! Let's go! Ja, ich bin jetzt ja auch wieder zurück. Ich habe ja beim letzten Mal erzählt, dass das so meine letzte Folge ist, bevor ich für zwei Tage so weg bin. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin sehr gehypt. Und ich freue mich jetzt, wie es hier weitergeht. Ich habe es auch gut überstanden. Ach man. Sanktoklinge hat natürlich keine Wirkung. Ich habe so ein bisschen Angst vor den Gesteinsattacken. Machen wir mal in einen Luxusball hier. Vielleicht magst du ein bisschen ein Luxusleben, keine Ahnung. Ach, wäre es zu schön gewesen, um wahr zu sein. Steinhage, okay. Wie viel Schaden macht das? Zu viel, weil es sehr effektiv ist. Mist! Kampfgestein haben wir hier vor uns. Dann holen wir mal René nach vorne. Kann er irgendwie seine Verteidigung erhöhen? Leider nein.
Na gut, da werden wir den Überball nochmal einsetzen. Einen weiteren. 25 Stück haben wir noch. Ich habe jetzt keine Finsterbälle dabei, es ist eh nicht Nacht. Komm René, das hältst du gut durch. Ja, wunderbar. Kampf sollte auch. Obwohl, Kampf ist sehr effektiv bei René, glaube ich. Bin ich im Stahltyp. Richtig? Ich glaube ja. Da war irgendwas. Das heißt, es muss schnell im Ball drinnen bleiben. Aber es sieht nicht dann aus. Wer setzt eh momentan nur Steinhage an, was komischerweise auch immer trifft. Komm. Überball! Dann haben wir nämlich alle drei Pokémon gefangen. Das wäre schon eigentlich relativ nice. Jetzt kommt das Angriffklinge. Scheiße. Ich habe gehofft, dass es René nicht umhaut. Komm, Jonas, du. Einrollen. Noch ein bisschen Verteidigung erhöhen. Weil wir brauchen jetzt ein Pokémon, was wir da lassen können. Okay, macht nicht so viel Schaden. Bedeutet, wir können nochmal einrollen machen und dann macht er noch weniger Schaden. Und somit können wir die Verteidigung immer weiter erhöhen. Jetzt kommt Steinhage, das ist, glaube ich, sowieso nicht sehr effektiv. Genau. Jetzt braucht Jonas aber kurz eine Heilung. In Form ruhig eines Hypertranks. Wir haben leider keine Kummermilch oder so. Daher muss der Hypertrank mal her. Sehr schön. Paralyse wirkt. So, dreimal erhöht haben wir schon. Jetzt das. Ne, zweimal. Jetzt das dritte Mal. So rum. Wieder Paralyse. Wunderbar. Jetzt das vierte Mal, das heißt noch zweimal. Dann ist Verteidigung auf dem Maximum. Und dann macht er schon nicht so viel Schaden bei uns. Wow, er hat ja Pech. Aber dass er Pech hat, heißt dann eigentlich, dass wir Glück haben. Wir haben erst Glück, wenn er im Ball drinnen bleibt. Jetzt mal schauen, wie viel Schaden Sanktuklingen mehr macht. Immer noch zu viel. Na egal, wir haben es erstmal Verteidigung auf dem Maximum. Glaube ich. Ja doch, wunderbar. So, jetzt den nächsten Hyperball einsetzen. Komm, komm, komm. Ah, geht gleich raus. Rechte Hand kann er ruhig machen. Was hat er für Attacken? Er hat Steinhagel, Sandoklinge, rechte Hand. Was fehlt? Und Heimzahlung. Heimzahlung war das noch. Hat er gegen Luke eingesetzt. Setz mal einen Supertank ein. Wenn nicht, dass jetzt eine Sanktoklinge kommt und dann war der Verteidigungsboost einfach umsonst. Darauf habe ich keine Lust. Okay. Hyperball! Eins, zwei, drei. Nein! Schade. Schade, schade, schade. Ich habe gerade wirklich im letzten Augenblick noch gedacht, ja, jetzt bleibt er drin. Aber leider nein. Leider nein. Ja, einmal gewackelt. Jetzt klappt es mal wieder nicht. Was macht hier der Netzball? Macht nur Wasser und Käfer. Ja gut, Wasser bzw. Käfer ist er ja nicht. Wir haben notfalls noch Timerbälle. Wir müssen jetzt schon bei der 20. Runde, denke ich mal, angekommen sein. Aber noch will ich Überbälle einsetzen. Zumal es war ja einmal richtig tolle knapp. Wir haben noch 19 Stück. Wir sind ja vorbereitet. Nicht so wie beim ersten Mal. Ah. Boah, das macht viel Schaden. Ich glaube, dass Sanktoklinge ignoriert den Verteidigungsboost. Kann das sein? Sonst würde das viel weniger Schaden machen. Viel, viel weniger.
Nenn's? Ja. Ich probiere gleich mal einen Timerball. Einfach mal aus Fun. Dass ich auch hier mal einen anderen Ball verwende. Timerball. Vielleicht haben wir ja Glück, kann ja sein. Ach nee, einmal gewackelt. Ja, fast hätte es geklappt, nee. Am Arsch. Mal ein Superball. Oder zum Beispiel, ich glaube ja. Zweite Pokémon hatte ich ja mit einem Pokéball gefangen, das zweite legendäre Pokémon, kann das sein? Und wie war doch da was? Oder das erste mit einem Luxusball? Jetzt im Nachhinein halt. Werfen wir einfach mal einen Pokéball. Wer weiß, vielleicht haben wir ein bisschen Glück. Ach nee. Machen wir gleich mit Hyperbällen weiter. Einfach mal einen kurzen Ausflug zu den anderen Bällen. Er müsste genau dieselbe Fangrate haben wie die anderen. Naja, sollte eigentlich die Fangchance nicht so gering sein. Ja gut, da brauchen wir erstmal nochmal einen Supertank. Aber irgendwie ziehen sich in diesem Let's Play die legendären Pokémon-Kämpfe. Heimzahlung, ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Okay, nicht so viel. Gut. Nicht so viel. Überball! Nicht einmal gewackelt. Nicht einmal. Und er ist halt im roten Bereich und dazu noch paralysiert. Also besser kann es ja nicht sein. Na gut, schlafen könnte er, aber wir haben keine Hypnose, kein Gehner. Wir haben davon nichts. Jetzt wird es mir wieder ein bisschen zu knapp mit den KP. Vielleicht hat er ja keine AP mehr bei Sanktoklinge, das kann natürlich sein. Weil er jetzt nur noch Einzahlung macht. Am schlimmsten wäre natürlich, wenn er Verzweifler einsetzt. Weil dann ist er sofort tot. Ja! Sehr schön. Wir haben's. Puh. Vom Typ Gesteinkampf. Und jetzt haben wir wohl alle drei Formen. So, du bist hier der Steini. Den Gestein. Ich habe sonst auch keinen anderen Namen für ihn. Also ich habe den anderen beiden halt schon einen Spitznamen gegeben, da er braucht der dritte halt auch einen Spitznamen. Gut, unsere Pokémon sind jetzt dennoch geschwächt. Daher werden wir mal kurz mit Michelle zurückfliegen und generell, wir wollten ja auch nochmal zur Route 21 hier zur Strandgrotte. Wenn da irgendwie was an Route 4 erinnern soll, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Da brauchen wir aber den Vollem-Sklaven für. Das ist ja eine Wasserroute. Den holen wir uns gleich. Da ist natürlich die Frage, wen legen wir ab? Jemand, der halt am höchsten gelevelt ist. So, wer ist am höchsten so gelevelt mit? Jonas und Luke. Gut, ich würde Jonas ablegen aus dem vollen Grund. Jonas könnten wir hier und da später vielleicht besser gebrauchen als Luke. Daher soll sich eher Luke die EP erstmal gönnen. Und Jonas ruht sich erstmal ein bisschen aus. Ist nur zum Ausruhen, Jonas. Für mehr ist das nicht. Guck mal, du bist bei drei legendären Pokémon. Das ist doch auch. Du bist VIP-Gast sozusagen. Oder bist bei VIP-Leuten. So, jetzt geht's hier runter. Gibt's hier dann auch Trainer? Bestimmt. Route 21, ich weiß nicht, ob ich da schon vorgelesen habe, was man da für Pokémon fangen kann. Wenn nein, werde ich das gleich machen. Aber vorher will ich mir kurz einen Topschutz reinziehen. Das ist mir schon der erste Trainer. Derweile kann ich ja mal Route 21 hier aufrufen. Route 21, nicht 31, sondern 21. So, per Surfen kriegt man ein Quabbel zu 65%, zu 30% ein Manterps und zu 5% ein Remoraid. Wildlord, sehr schön. Dann per Superangel findet man zu 30% ein Remoraid oder zu 70% ein Hibiscus.
Und dann per Pokémon-Schatten beim Surfen 60% Apoqualle, 35% Marmolida und 5% Mantax. Oh, er hat überlebt. Und per Pokémon-Schatten beim Angeln 65% Remoraid, 5% Octillery und 30% Libiskus. Okay. Spezielle Attacke wahrscheinlich für Wilord. Aber juckt uns relativ wenig. So, hohes Gras gibt es hier wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte ich das auch mit vorgelesen oder sonst würde es auch hier stehen. Jo. Ich möchte trotzdem mal jemanden anderen vorne haben. Wie zum Beispiel Nico. Mal Itemrate aktivieren. Da ist nichts drauf, okay. Ja, der nächste Trainer. Wahrscheinlich auch alles Wasser-Pokémon. Wären Jonas und Luke eher auf einem geringeren Level, wäre es natürlich nochmal umso besser, die beiden zu trainieren. Aber ja, die sind halt am höchsten gelevelt. Aber ist eh nur ein Remoraid. Das kriegt Nico auf jeden Fall hin. Psycho-Chineser. Ja, was habe ich denn gesagt? Moment mal. War das Remoraid gerade unter uns vom Level her? Oder nicht? Ah ne, ist ein Level höher. Aber trotzdem auf einem akzeptablen Level. Ich glaube, wir haben so ein bisschen unsere Pokémon angeglichen an den gegnerischen Leveln. So ein bisschen zumindest. Wenn die beiden jetzt auf 45 waren, manche sind ja bei uns schon auf 46. Das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Gut, hätte man eine Abkürzung nehmen können. Brauche ich jetzt aber nicht. Da kommt man nicht durch. Dann ist hier der nächste Trainer. Aber es ist wieder richtig schön hier zu zocken. Ich habe mich schon die letzten Tage wirklich sehr doll auf Pokémon wieder gefreut. Und bis jetzt läuft auch das Let's Play wunderbar. Also heute kam zum Beispiel der letzte Part von Mario & Luigi raus. Also für mich ab morgen läuft dann Pokémon an anderen Plätzen. Wie ich das dann weiterhin mache, ob ich dann ein weiteres Let's Play anfange, weiß ich nicht. Das wisst ihr vielleicht schon besser. Kugelsaat ist glaube ich eine Pflanzenattacke, oder? Oder Käfer irgendwie so. Als nur normal effektiv. Aber warum hat ein Octillery eine Pflanzenattacke? Egal. Ja gut. Bietet sich bei den Mund, was es da hat, irgendwie doch an. Sieht ja schon fast so aus. So ein Geschoss. So, da gibt es ein Item. Eine Riesenperle kann man verkaufen. So. Geht's hier weiter? Ich bin mal gespannt, was uns in der Strandgrotte erwartet. Ihr Trainer. Natürlich hätten wir das Ganze hier bestimmt auch überspringen können. Aber ich bin der Meinung, dass wir es vielleicht nicht machen sollten. Oh, ein Wingull. Flugwasser. Psychokinese. Ich werde dann gleich aber Nico auswechseln, weil Nico hat nicht mehr so viele AP auf Psychokinese. Er soll jetzt nur Level 45 erreichen und dann war es das auch erstmal wieder mit Nico. So. Telekinese, was ist das für eine Attacke? Bringt das Ziel durch Psychokräfte zum Schweben. Dies lässt sich so über 3 Runden hinweg besonders leicht treffen. Aha. Ja gut, brauche ich jetzt aber trotzdem her weniger. So ganz kapiert habe ich das auch nicht, aber egal. So, ein Winger nochmal. Da wechseln wir mal rüber zu René. Der kann da auch mit Eissieb was machen. Ist zwar nur normal effektiv, wegen dem Wassertyp, glaube. Aber egal. Lass mal unsere neue Attacke ausprobieren. Haben wir bisher noch nie gesehen. Macht ja ordentlich Schaden. So, immerhin. So, mal kurz hier noch René nach vorne. Finn und Michelle brauchen noch Training, aber ja, für die sieht es bei Pflanzen, bei Wasser-Pokémon eher schlecht aus. Das ist das Problem da. Und der Netz hier landet. Auf der anderen Seite, glaube ich. Und hier ist ein Heiler. Und da ist noch ein Trainer. Ich möchte erstmal dort drüber.
kotzen, leider nein. Geil. Okay. Der setzt wahrscheinlich Kampf-Pokémon ein. Daher würde ich vorschlagen, bringen wir mal Finn nach vorne. Kampf haben keine Wirkung gegen Finn. Und sonst kann er ja hier mit Feuerattacken angreifen. Aber interessant, dann geht's da in die Höhle rein. Und wenn da jetzt so eine Pflegerin oder so eine Ärztin davor ist, muss dann da drin irgendwas Spannendes sein oder so. Keine Ahnung. Oh, ein Kastellit. Doch kein Kampf-Pokémon, oder? Setz mal Hitzewelle ein, mal sehen, wie viel Schaden das macht. Weiß jetzt nicht, was das für ein Typ ist, aber ich glaube irgendwie Wasser auch noch. Wasserkäfer zufällig? Weil das würde auch die normale Effektivität erklären. Einmal Wasser nicht sehr effektiv und Käfer sehr effektiv. Beides gemischt, normal effektiv. Steinhage sehr effektiv. Komm, wenn das hältst du durch. Shit. Damit habe ich nicht gerechnet. Komm, Michael, du. Ist auch kurz vorm Level up. Bedeutet mal Erdkräfte. Goldschere sollte nicht so viel Schaden machen, glaube ich. Macht aber extrem viel Schaden. What? Normal effektiv von Michael ist down? Ach du Scheiße. Das ist jetzt leicht unfair. Komm, Fußkick. Level 46 für René bestimmt. Genau. Alter, wir erreichen bald Level 50 mit unserem Pokémon. Level 50. Dabei habe ich ja erst das Let's Play vor kurzem angefangen. Ist hier noch irgendwas? Ob hier ein Trainer ist oder so? Keine Ahnung. Also hier ist erstmal nichts. Mal sehen, ob wir uns unsere Pokémon gleich da heilen können oder ob wir erstmal vorher einen Pokémon-Kampf machen müssen. Werden wir gleich sehen. Und falls ich habe ja noch ein paar Pokémon. So, falls der Arzt hier kämpfen will, packen wir mal. Ja, wir lassen mal Nico vorne. Ja, der will kämpfen. Und erst danach werden wir geheilt. Drei Pokémon haben wir noch zur Auswahl. Das passt. Und er hat nur ein Pokémon. Ein Marmolia oder so. Ach, dieses Vieh. Marmolida, so. Nico, das kriegst du den. Psycho-Chinese. Ja, sehr schön. Er setzt eine Attacke ein, die ihm eher weniger was bringt. Und tschüss. Dr. Dieter. Didi. So. Heilung ist da. Sehr schön. Dann können wir gleich hier reingehen. In die Höhle. Was erwartet uns hier? Okay, Strandgrotte. Da oben ist ein Item, wo wir aber noch nicht hinkommen. Auch ein paar Trainer gibt es hier. Wir lassen mal Finn vorne. Jetzt runter. Waren wir schon mal in der Strandgrotte? Ich glaube so, nein. Wir wollten von der anderen Seite mal rein, aber da ging es glaube ich nicht rein. Oder? Weiß es nicht. Ein Scaraborn. Das kommt mir eigentlich relativ recht. Typ Kampfkäfer. Somit ist Feuer sehr effektiv. Wow, viel Ender. Ist das nicht eine K.O.-Attacke? Ich glaube ja! Wenn das eine K.O.-Attacke ist, ist Finn weg. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wäre so eine K.O.-Attacke. Wenn ja, wäre es natürlich auch ganz schön fies gewesen. Dass es nämlich gleich getroffen hätte. Ja gut. Das macht jetzt nicht so viel Schaden. Scaraborn ist weg. Sehr schön, Finn. Fluch. Bei Geist-Pokémon ist Fluch nochmal eine andere Attacke. Bedeutet, dass wenn wir Fluch einsetzen würden, würde Finn ein Drittel oder zwei Drittel seiner KP verlieren. Und der Gegner verliert jede Runde ein Viertel oder auch ein Drittel seiner KP. Das heißt, so eine Sache. Ich würde das nicht mit reinnehmen. Aus dem vollen Grund auch, weil wir dafür momentan auch keinen Platz haben. Aber trotzdem interessant.
So, ich möchte jetzt mal Michelle mit nach vorne nehmen. Hier fehlt immer noch die Entwicklung. Dann habe ich, um ehrlich zu sein, bisher noch nicht dran gedacht. Aber an dieser Stelle mache ich erst im nächsten Part weiter. Denn der Part ist vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis dahin und tschüss.